bin bei 95. Ja, noch ein bisschen habe ich noch. Ja. Sag, ich habe heute meinen neuen Job angefangen. Du hast einen neuen Job? Ja. Wo denn? Warum viele jetzt so ein Livestream? Aber Vincent wollte irgendwas erzählen gerade noch, oder? Ich habe nur gesagt, sag, wenn ich anhalten soll, wenn du voll bist. Jetzt. Komm schon, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ja, alles gut. Aber du hast einen neuen Job, Waldmeister? Marvin, was? Ach, Marvin, sorry. Ich verwechsel euch beide auch immer. Abkürzung hat nicht funktioniert. Und was machst du jetzt? Meine Abkürzung. Ja, also Maler und Lackierer immer noch, ne? Wie, du hast heute einen neuen Job angefangen, oder wie? Heute. Bei der neuen Firma? Als Festangestellter meinst du jetzt? Ja. Ah, ja, Glückwunsch dazu. Ah. Jo, danke. Das wollte ich hören. dann kannst du ja bald hier in Saus und Braus alles aus dem Fenster rauswerfen, das Geld. Hm. Oh ja. Oh ja, da freue ich mich drauf. Erstmal eine neue Grafikkarte. Dann vielleicht auch mal wieder meine Freundin besuchen. Aber nur vielleicht. Nach einem halben Jahr kann man die auch mal wieder besuchen. Ja, aber Freundin wird wirklich überwältigt. Nein, wird nicht überwältigt. Nee. Ich bin schon ganz froh mit meiner. Ja. Darfst du? Ich darf kann das? Schon ja, umtauschen. Du zockst. Kannst du ja leider nicht mehr umtauschen. Doch, bin ich schon. Mhm. Nee, aber ich darf ja zocken, stimmt. Das ist richtig, ja. Sollte man wieder mal erwähnen in einem Video. nein. Musst du noch mit die Let's Plays reinbringen. Ja, das stimmt, da arbeite ich noch dran. Ich muss so sagen, die Community fragt danach. Kennt ihr hier diesen, wie heißt denn der? Clueless Gamer? Den hast du in den USA? Das ist dieser Talkshow-Moderator, der Conan heißt der. Der hat absolut keine Ahnung von PC-Games und spielt hier immer, macht dann Let's Plays mit einem anderen Typen zusammen, der sich halt auskennt mit Videos. Das ist super witzig, ey. Ja, der Clueless Gamer, ey. Der ist echt gut. Werde ich mir da hinten mal den Grubber schnappen. Da spielen die Lara Croft, ne? Und dann auf der Xbox. Habe ich übrigens hier nochmal ein Gamepad, ne? Wollte ich nochmal zeigen, das quietscht. Oder wollten wir. Da quietscht. Hier quietscht. Oh, ich hab's Gewicht abgehängt. Werbung für die Konkurrenz. Oder wollten wir diesmal einfach gar kein Mais anpflanzen? Dann tust du da drüben auch noch sehen. Nein, der Gewicht hin. Oh. Also meine Hinterräder liegen jetzt auf meinem Gewicht, also liegen meines jetzt auf dem Gewicht drauf. Weil ich das aus Versehen abgekoppelt habe. Ey, ich mach da Mais hin, geht schneller. Nee, der Clueless Gamer, der ist keine Konkurrenz. Hm? Der Clueless Gamer ist keine Konkurrenz. Ach so. Der ist gut, der Typ. Delirious und Ren sind lustig. Wen? Delirious heißt der eine und Vanos, wie auch immer. Okay. Und auch Amis. Der eine hat 3 oder 4 Millionen, der andere hat 8 oder 9. Ja, wir haben ja auch schon fast 4 Millionen. Ja. Wir gehen halt ein paar hunderttausend Jahre. Etwas mehr als eine halbe auf jeden Fall. Ja. Nein, wir fangen klein an. Ist ja nicht jeder hier irgendwie Simon Unge, ne? Nee. Was sagt ihr eigentlich zur Freiheit von dem? Oh, ich kann dazu nicht viel sagen. Also ich find's okay, aber man muss sich halt, das ist halt das Ding, man muss sich halt Verträge, die man unterzeichnet, muss man sich vorher angucken. So. Das halt, das ja, ist aber, haben aber schon einige gesagt, bei den Verträgen wird ihr das Blaue vom Himmel versprochen, aber also, im Endeffekt erhältst du nur einen feuchten Furz. Es zählt ja. am Ende zählt das, was schwarz auf weiß steht und nicht, was dir versprochen wird. Ich kann einen Vertrag mit dir fertig machen, da steht drin, du kaufst eine Waschmaschine von mir, ne? Und ich sag dir dann irgendwie so, ja, du kriegst aber von mir, wenn du den Vertrag für die Waschmaschine schreibst, gebe ich dir aber einen Fernseher dazu. So. Hier hast du aber nirgendwo schwarz auf weiß stehen, dass ich dir einen Fernseher versprochen habe. So, und dementsprechend, alles nur vertrauen, was schwarz auf weiß vorhanden ist. Du wirst halt sonst nur verarscht. Au. Das ist so, du wirst nur verarscht von allen. Das ist ja so. So, und da muss man sich halt. Aber ich.
Ich hab mir jetzt schon das Ganze von einigen angehört. Ja. Und ich muss sagen, mit den ganzen Netzwerken gibt's halt auch diese schwarzen Schafe, wie man so schön nennt. Ja, ja, das kann sein. Man muss wieder... Ich meine, wenn du jetzt in so einem Netzwerk drinne bist, wo sich das Netzwerk einfach einen Scheiß um dich kümmert, und du da in so einem Vertrag drin bist, der 2 Jahre dauert. Ja, du musst halt gucken. Wie gesagt, du musst halt das, was schwarz auf weiß vor dir steht, im Vertrag drin steht, die Leistung darfst du dann auch erwarten eben. Und das stimmt schon. Natürlich, es gibt viele Netzwerke so. Und ja, aber du weißt auch vorne 1, 2, 3 im Vorhinein nicht, ob die das bringen oder nicht. Das stimmt. Im Endeffekt unterschreibst du den Vertrag und die bringen die Leistung einfach nicht. Ja, dann ist der Vertrag aber so gesehen ungültig oder nicht rechtsgültig. Kalte Füße, ich muss mal meine Heizung anmachen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich mehr Füßen kann ich hier nicht. Ich kann das Silo jetzt zudecken. Ich deck's mal zu, ne? Ach nee, wobei, wir haben ja noch ein bisschen was drin. Naja, ich bin gleich fertig. Wir machen noch die eine Bahn und dann... Dann machen wir es dicht, das Silo. Nein, aber ich finde das, was der Simon Unge gemacht hat, finde ich okay. Also es ist halt ein bisschen... Es ist seine Entscheidung, aber ja. Ich finde das schon krass. Ja, definitiv. Das schon. So, und... Aber er hat doch jetzt schon wieder auf seinem neuen Kanal wieder richtig viel dann sofort gewechselt haben. Oh, jetzt hab's gemacht. Ja, das stimmt schon. Er hat schon ziemlich viel jetzt wieder, das stimmt. Nee, aber das... Wie? Wer? Der Unge. Ungespielt. Ungefilmt und ungespielt. Er nennt seine zwei Sachen jetzt auch immer noch ungefilmt und ungespielt, nur er hat jetzt ein Leerzeichen dazwischen gesetzt. Ah. Okay. Ich will gar nicht gucken. Also es gibt jetzt einmal die Playliste ungefilmt und einmal die Playliste ungespielt. Okay. Oh Gott, ich war wieder zu viel und schnell. Ja, ich weiß die nicht. Die beiden Playlisten sind halt jeweils mit einer Lücke geschrieben, damit es keine Kopie vom originalen Kanal ist. Ja. Das heißt jetzt Unge filmt und Unge spielt. Ja. Oh, ich bin gleich voll. Es muss doch noch einer runterkommen. Kurz. Wie viel ist da noch? Eine halbe Bahn. Ich bin voll, Vincent. Hast nur eine halbe Bahn. In dem Moment, wo du voll sagst, tut er ungefähr 2 Liter umsonst reinpumpen. Gott, wie viel? Ich komm gar nicht. Soll ich eine runterfahren jetzt, oder wie? 2 Liter? Ja, ja. Oh mein Gott! Komm nicht mehr hoch! Die Welt geht unter! Wolltest du mal gesagt haben. 2 bis 3 Liter. Nein, ich meine, was man dazu sagen muss, ist ja, dass der Unge... Also Simon, der macht schon gute Videos, definitiv, ja. Also es sind halt schön... Mit dem kleinen Case an. Sind halt schön... Meine Frau, hast du ihn auch abonniert, oder? Ich habe ihn abonniert, ja. Aus Solidarität, finde ich. Ja. Aber er hat mich noch nicht zurück abonniert. Darauf warte ich noch. Ich glaube, da kannst du eine ganze Zeit warten, du. Ja, das glaube ich auch. Shit. Also ich glaube mal, so ein Kanal wie Let's Multiplay, wir jetzt, ne? Ja. Wir werden es wohl kaum so leicht haben wie andere, wie zum Beispiel, ja, ungespielt ist jetzt schon genannt worden, dann kann man auch Gronkh nennen, ne? Weißt du, der ist alleine, der holt sich ein Spiel, spielt das. Aber hier bei Let's Multiplay muss man immer noch gucken, ja, wie ist das denn mit den anderen? Ja. Haben ja, die ja. Lust auf das Spiel? Ja, man kann ja auch mal solo was machen, so ist es ja nicht, ne? Also es ist ja nicht, es ist ja nur, aber das ist halt bei Gronkh war es aber auch nur so ein Zufall, dass er so berühmt geworden ist, ne? Ja, ja halt gut, klar, aber... Zur richtigen Zeit, Gronkh hat noch, hat wie ein paar andere Let's Player in der Zeit angefangen. Kann ich schneller. Auf YouTube noch nicht so viel los war. Ja, wo das gerade der Hype anfing, ne? Ja, wo das gerade alles so, ja, noch vorher hat angefangen und vor ihm hat er auch neulich erzählt, gab es irgendeinen Let's Player, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, der war mit, wie viel waren es? 3000 Mann. Da war der absolute Hype, wenn du 3000 Abos hattest. Okay. Ja, da war das der absolut gefeiertste. Das war der beste von allen, von den deutschen Let's Playern. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, da habe ich leider nicht mehr so ganz zugehört. Und dann kam Gronkh. Nein, da hat Gronkh auch schon Let's Plays gemacht, aber dann
war irgendwas. Und ich glaub, der macht auch noch welche, aber oder hat er aufgehört? Ich hab's ja nicht mehr so ganz mitbekommen. Kannst weiter. Da war ich so ein bisschen geistig abwesend, das restliche Let's Play über. Ja, man muss, ja, dann, muss auch dazu sagen, ist natürlich immer die Frage, ich meine, es geht ja nicht nur um Abonnentenzahlen, so, das muss man auch sagen, es geht darum, dass du die Leute zufriedenstellst, also auch wenn du nur 10 Abonnenten hast. Ja, den Kanal finden und alles. Ja, ja. Nee, ich meine, es geht darum, selbst wenn du nur 10 Abonnenten hast, auch die willst du glücklich machen, so. Auch für die willst du geile Videos machen, so. Es geht ja nicht um die Masse, es geht einfach darum, dass man mit allen eine schöne Zeit hat und das ist egal, ob du 10.000 oder Millionen hast. Ich meine, man freut sich natürlich mehr, wenn man eine Million hat. Ganz User klar. Joined your channel. Ne? Aber ah, jetzt noch gekommen. Du hast ja Hidan. Ja. Hallo Hidan. Sind ja, das Problem ist, kommst du dann mit so vielen Abonnenten noch zurecht? Und wie ist das bei 10 Abonnenten, wenn von den 10 Abonnenten auch nur 3 Leute kommentieren? Ja. Hast du aber auch nichts davon. Na, das stimmt schon. Da weißt du auch nicht, was die restlichen 7 Mann wollen. Ja, ist halt schon schön. Deswegen freue ich mich auch, dass wir so eine schöne Community haben. Das kann ich jetzt ja mal öffentlich sagen. Werden wir aufnehmen. Also an diesem Ort ist kein Platz mehr. Oh Gott. Also ich muss ganz ehrlich jetzt mal sagen, ich habe noch die Kommentare geachtet. Ich achte da regelmäßig drauf. Was steht denn da so drin? Wir haben Kommentare? Wir haben eine Menge Kommentare. Also bei meinem Video, wo ich mal geschaut habe, da haben volle viele Leute drunter Kommentare hinterlassen, aber es wurde schon von ca. 100 Mal gesehen und es gibt nur 4 Kommentare. Ja, das ist aber nicht so wild. Also wie gesagt, wenn einen irgendwas in einem Video stört, dann schreibt er einen Kommentar. So. Wenn er irgendeine Frage hat, schreibt er einen Kommentar. Und reicht ja. Ja. Wie viele Abonnenten hast du eigentlich? Jetzt haben 613. Wir ja. Nein, klar ist das schön. Hab eben nimmst geguckt. Du noch auf? Nice. Ja, ich nehme noch, klar nehme ich noch auf. Aber es ist jetzt der aktuelle Stand. Also ich meine, es ist auf jeden Fall schön. Ja, machen wir dann jetzt Feierabend. Ja, mach ich gleich. Warte mal, ich muss jetzt aufhören. Feierabend. Ach so. Stimmt, wir haben jetzt sowieso wieder 27 Minuten, eine halbe Stunde haben wir jetzt Aufnahme. Das ist mal eine längere Folge heute mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Na, sag dann schon mal. Sag dann auch schön. Jo. Ja. Tschüss Shadow, tschüss Rest. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Wenn ihr auch mitmachen tschüss, wollt. Rest. Tschüss Rest. Ach ja, was ich sage. Hallo? Stopp. Die Community regt sich nachher auf. Ja. Was ich noch sagen wollte, es wäre schön, wenn ihr uns auch mal lobt. Also ihr müsst ja nicht unbedingt Fragen drunter schreiben oder sonst was, aber loben ist doch auch mal was. Ja. Freuen wir uns auch drüber. Auf jeden Fall. Also schön kommentieren. Weißt du, warum ich eben so ein langsamer Berghoch bin? Na? Warum? Ich hab vorhin beim Häckseln aus Versehen das Gewicht abgeguckt und das lag unter dem Traktor drunter. Okay, tschö. Jo, hau rein, Shadow. Tschüss. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Ja, also ich meine, wir sind ja nicht kommentargeil, ne? Wir sind keine Kommentare. Nein. Ne? Wobei. Nein, ihr natürlich nicht. Ich aber. Nein, also ja, aber es ist dann halt auch ein bisschen blöd, wenn weniger als die Hälfte was drunter schreibt, dann weiß natürlich nicht, was der Rest will. Ja eben. Also gesagt, wenn ein Viertel von dem ganzen Haufen nur was schreiben tut, also von insgesamt allen. Ein Viertel vom ganzen Haufen, also insgesamt von allen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, schreibt auf jeden Fall, wenn euch irgendwas stört, schreibt einen Kommentar drunter, wir versuchen es dann, denke ich, mal besser zu machen. Ja. Erster Kommentar schafft Flo ab. Schafft Nordflo, ja. Nee, glaube ich nicht. Nein, danke für die Blumen. Nein. Nein, wie gesagt, wir machen da gerne Aktionen und wir machen auch gerne das, was die Community sagt. Außer die Community sagt, ich soll mich schminken oder so, das mache ich vielleicht nicht unbedingt. Und denn nicht? Ach klar, natürlich machst du das. Das betont vielleicht deine Wangenknochen ein bisschen. Ja. Ich habe schon rote Bäckchen. Rote Pausbäckchen habe ich schon. Ja. Die dann? Das war euch Karneval. Die dann? Nee, Karneval nicht. Die dann? Ja. Ich habe einen Flo in flagrante erwischt beim Nasenbohren. Ich hab nicht in der Nase gebohrt. Aber so bei dem, bei dem Eurotruck oder was? Nein. Live! Ja, angeblich habe ich vorhin in der Nase gebohrt, ey. Ich habe bei ihm Stream angeschaltet, Video, Live-Übertragung. So. Oh. Und er hat nicht gewusst, dass bei ihm die Kamera anscheinend ab jetzt mitläuft.
Und als ich das Bild sah, hat der Finger in der Nase drinstehen. Hatte ich gar nicht. Hast du das Bild gemacht? Nein, leider. Ich hatte keinen Finger in der Nase. Das ist alles dreiste Lüge. Oh. Nein, niemals. Und der zeigt mir dann, ach verdammt, wie, du siehst mich? Nein. Nee. SA is watching you. Ja. Nee, wie gesagt, wir sind schon fast am Ende. Also, tschüss, Hidan, ne? Tschüss, John. Hat gern geholfen. Ja, gerne doch, Hidan, sehr gut. Tschüss, John. John sagt nichts mehr. Tschüss, Marvin. Ne? Ja, tschüss. Tschüss, Vincent. Macht's gut. Tschüss, Waldmeister. Haut rein. Und hier, Tom, ne? Tschüss, ne? Ciao. So.